Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Pacific Drive. Nachdem wir in der letzten Folge eine kleine Ressourcentour gestartet haben, um an das nötige Zeug für unser Limmschild zu kommen, versuchen wir jetzt natürlich immer noch die fehlende Gasflasche zu finden. Mal gucken, ob unser Versuch von Erfolg gekrönt sein wird. Oder ob wir noch einen weiteren Versuch starten. Ach ne, ich wollte jetzt hier lang, ne? So. Häuser, okay. Lass lieber in die Wüste gehen. Ja, da sind mehr Häuser und alles. Dann machen wir das doch lieber so. Und dann bin ich jetzt mal gespannt, wie es aussieht. Da müssen wir jetzt auch mehrere Häuser und Hütten und alles mal abklappern. Damit wir wirklich an diese scheiß fehlende Gasflasche kommen. Es scheitert wirklich nur daran, dass wir vorankommen. Ui, ist ja wirklich eine Menge los. Wir müssen so oder so nochmal laden. Das ist okay, extreme Bedingungen. Entzündung der Entführer, hochdichte Säure und schneller Sturm. Gut. Scheiße, aua. Das komische Ding jetzt eigentlich auf unserem Dach. Hast du ja ordentlich was vor, Mensch. Safe verschlossen sein, oder? Naja. Ich kann ja mal gucken, ob hier oben, aber hier oben herrscht wahrscheinlich auch recht viel vor, ne? Ohne Elektriker-Kit brauchen wir das gar nicht versuchen. Da herrscht viel zu viel Strahlung vor. Kann ja auch mal bitte irgendwie ein bisschen was ohne sein, ohne Strahlung. Herrscht wahrscheinlich eine gewisse Grundstrahlung immer, ne? Ist auch schon wieder zu hier. Ah ne, ist offen. Aber kein Strahlung. Okay. Oh, das war's falsche. Moment. Sehr schön. Oh, Gott sei Dank. Hat sich das ja gelohnt. Aber den Spind können wir noch reingucken. Dann können wir uns jetzt einen weiteren Anker holen. Und dann nach Hause. Wie gesagt, wir können versuchen, die Hütte da noch mitzunehmen. Weil das ist eh der Anker.
Vielleicht haben wir ja nochmal genauso viel Glück. Immerhin noch einmal Chemikalien. Ist ja schließlich besser als nichts. Wir müssen auch mal gucken, ob wir... Scheiße, wir müssen uns erstmal von hier entfernen. Wir müssen auch erstmal schauen. Ich dachte nämlich, es hätte sowas wie Kleidung gegeben, womit wir dann weniger empfindlich gegen Strahlung und alles wären. Oh, das war nicht so gut. Das wäre dann nämlich auch noch so eine Sache. Scheiße. Oh, wir haben die. Tür verloren, wollte ich jetzt sagen. So, erstmal ganz schön viele Konserven zu uns nehmen. Und dann schnell versuchen, irgendwie nach Hause zu kommen. Wir müssen da wirklich aufpassen, dass wir jetzt auch nichts verlieren. Jetzt ehrlich so wenig Lust. Ah. Wollen wir mal einfach mal kurz, warte mal. Machen das jetzt einfach mal kurz. Machen wir einfach mal einmal. Wollte ich das benutzen wir das nochmal. So. Das ist jetzt heftig hier. Gut, you're back safe. Machen wir das wieder aus. Jetzt wäre es ja heftig geworden hier. So. Nehmen wir unseren wunderschönen Transportkoffer. Gucken, dass wir alle, dass wir alles reinpacken.
gucken mal, dass wir alles irgendwo verteilt kriegen. Lack ist ja eigentlich wurscht. Brauchen wir erstmal eigentlich nicht, aber gut. Ach, wir haben da auch noch ein bisschen was drin. Ah, ne, in dem Transportkorb haben wir ja das jetzt drin. Zack. Und hier in dem. Da muss das noch rein. So. Na dann. Dann wollen wir mal. Fortschrittliche Werkbank. Ach, jetzt. Okay. Na denn. Ah, ein Elektriker-Kit, okay. Okay, okay. Reparatur-Kit, ja. Offroad-Reifen, die haben wir jetzt gerade. Uns fehlen also zwei Leiterplatten. Die können wir herstellen. Das ist nicht das Problem. Aber die Thermosaftkristalle. Das ist jetzt aktuell das Problem. Okay, okay. Nicht das Problem. Wir müssen auch nochmal gucken, wie werden. Wie kamen wir denn an die ran? Okay. Ist noch was? Erste-Hilfe-Set, Konserve, okay, ja. Die Steifer kann eigentlich auch aus hier, oder? Können wir ja hier in... Nein, so einen Spind reinpacken. Da muss ich doch erstmal schauen. Wie wir am sinnvollsten an Thermosaftkristalle kommen. Und vor allem auch möglichst einfach und schnell. Aber das Ding ist... Ich weiß, wir haben das... Das immer durch diesen einen Square da bekommen. Und ich glaube, war das nicht auch um diesen roten Fallen-Dingern da? Oh, das wollte ich gar nicht. Das, da haben wir die ja, glaube ich, auch her, ne? Auch gut, das wird eigentlich gefühlt gerade nur. Machen wir das. Dann starten wir doch nochmal. Gut, die Leiterplatten. Ja, kriege ich die noch irgendwie unter? Ah, hier ist ja auch noch ein ganzer Schrank voll. Hier, Moment, hier. Ah,
mein Gott. Kurz vor Säure. Das ist doof. Das ist wirklich doof. Schon ein bisschen doof, ne? Ich weiß es auch gar nicht. Huch. Pulshammer, Scheinwerfer, verstärkter Scheinwerfer, abgeschirmter Scheinwerfer, eine primitive Taschenlampe. Auf jeden Fall mal herstellen. Ich wollte noch mal ein paar Sachen, bevor wir losfahren, noch mal versuchen herzustellen. Aber das Ding ist, ich glaube, das wird uns nicht viel bringen. Automatisches Parksystem. Können wir auch mal herstellen. Dass wir nach und nach mal alles haben. Limchip, die Überlebenswerkzeuge. Einen Staubsauger können wir hier auch mal herstellen. Aber was wir das jetzt herstellen, oder wie wir das für uns jetzt herstellen, das... Oder freischalten, das sehe ich jetzt hier auch so noch nicht. Fortschrittliche Antenne, da brauchen wir Limmagneten. Könnten noch einen größeren Spind herstellen, da fehlt uns noch ein Stahlblech. Ja, das können wir eigentlich noch machen. Haben wir noch einen größeren Spind zur Verfügung. Mach mal hier den. Oder? Ne, ich glaube, der ist ja schon, ne? Pack mal hier halt einen hin. Oh mein Gott. Sehr schön, der ist dann auch nochmal komplett leer. Der wäre halt noch cool, ne? Okay. Ja gut, ist ja erstmal nicht wichtig, aber... Ja, da fehlen uns Limchips. Ja, für Limchips fehlen uns beschädigte Energie. Ja. Warum auch mal Glück haben, ne? So,
Ja, dann wären wir jetzt, wobei tanken wollen, können wir noch. Das lassen wir noch hier, das Zeug. Was wollt ihr jetzt machen? Ein neues Brecheisen können wir uns noch herstellen. Und dann machen wir auch schon Folgenende. Und dann starten wir dann in der. In der nächsten Folge los. Gut, dann bedanke ich mich natürlich recht herzlich fürs Zuschauen. Und würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal bei Pacific Draft wieder mit dabei seid. Denn wir jetzt müssen wir Thermosaftkristalle suchen. Und das wird wahrscheinlich auch erstmal ein klein wenig dauern. Aber ist ja auch erstmal nicht wild. Gut, dann wie gesagt bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und bis dahin. Ciao.